Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Rosamund vs. Herr Blaze. Heute Curfever. Ja, ich werde gewinnen, Blaze. Ich werde gewinnen. Du wirst sehen. Ich bin der bessere Curfeverer. Der Curfeverer, ich habe ja schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben das letzte Mal zusammengezockt. Ja, darf ich starten, ne? Ja, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt die große Map angemacht. Ich habe nur das übernommen von dir. Ja, ja, mach mal. Machen wir einfach, was machen wir denn? Wer zuerst die 10 Punkte hat und gewinnt, oder? Wer das Game gewonnen hat, ne? Okay. Das sind bis 10 Punkte. Ich habe gerade Game Focus ist weg und, Oh, Maus. So, okay. Wir spielen natürlich in unseren Farben. Ich rot und Herr Blaze blau. Also, hallo, Brother. Wie Feuer und Eis halt. Ihr kennt das ja von dem Titelbild. Willst du mich schon wieder schnell machen, ne? Ja, damit besiege ich dich jetzt. Hast du eine Lücke gesucht? Ich habe mir eine Lücke. Oh, dick! Ja! Und der Sieger geht. So, ich habe ein kleines Problem. Wieso? Die Musik ist ziemlich laut. Hast du die nicht ausgemacht? Nein. Du kannst sie unten ausmachen, da ist so ein Musikknopf da unten. Das soll ich jetzt während dem Zocken machen, ne? Nee, gleich, wenn du kaputt bist oder wenn ich kaputt bin. Wieso spielst du denn mit Musik? Ich hab die standardmäßig immer aus. Och ne, mir gefällt die Musik. Ach so. Ratzefummel. Dick. Das bringt mir jetzt gar nichts, wenn du gerade Ratzefummel genommen hast. Oh, wieder normal. Ah, langsam. Oh, ist das schön. Oh. Komm ich hier durch? Nein. Oh, Mist. Oh, kann man da hinten auch drehen, wenn ich da jetzt durchgehe? Ich hab keine Ahnung. Versuch es. Ja. Oh. Ja. Nein! Jetzt kannst du schon die Musik ausmachen. So, besser. Dann lege ich da Musik drunter. Es tut mir jetzt für meine Abonnenten leid, dass es hier ein bisschen laut war. Aber ja, ne? Dicke E-Musik drunter. Das wäre hier blöd, ne? Wenn man dich so schlecht hört. Ja, das fände ich nicht gut. 1-1, es wird spannend auf jeden Fall. Aber wir können das ja beide eigentlich so ein bisschen. Auch so ein klein wenig. Oh Gott, da wäre ich jetzt beinahe, ne? Jetzt beinahe Fehler gemacht. Ja, beinahe. Also irgendwie ohne Musik, ne, das ist schon irgendwo anders. Ja, da kannst du dich besser unterhalten. Ja, aber irgendwie... Oh, bin ich schnell. Oh, schön. Oh, du auch. Oh. Das müsste doch hier eigentlich Dings sein, ne? Na, warum nimmst du das? Ich sollte vielleicht hier raus, ne? Hast noch Zeit. Das beinahe in die Hose gegangen. Hast du noch Zeit? Ja, nur gleich kein Platz mehr, ne? Wir malen aber auch querfeld ein hier alles. Das ist aber richtig. Nein! Das war der Siegelklingel. Das ist doof. 2-1. Ich hab Angst vor dir. Ja, ich seh das schon. Früher war das mal anders. Was ich doch nicht. Aber da ging es ja auch um nix. Ah, es geht um was? Das wusste ich noch gar nicht. Boah! Ich bin so ein Depp. Ich mach mich selber kaputt. Ja, das hat Curfever so an sich, ne? Dass man meistens irgendwie... Ja. So, weiterhin gilt für euch natürlich, ich sag jetzt mal mitten im Game, ihr könnt uns weiterhin Games vorschlagen, die wir zocken sollen, beziehungsweise irgendwelche Minecraft-Aufgaben. Hauptaugenmerk liegt immer noch auf Minecraft, aber wir zocken halt auch andere Sachen, wie ihr jetzt hier seht. Ja, so zur Abwechslung muss das schon mal sein. Ja. Also gerne gesehen Minecraft-Aufgaben uns stellen oder halt irgendwelche anderen Spiele nennen, die wir mal zocken sollen gegeneinander. Wenn ihr, wo ihr mal sehen wollt, wer von uns beiden besser ist. Die Voraussetzung ist natürlich, dass wir beide das Spiel haben. Ja, oder dass es Free-to-Play ist. Genau. Was mir auch schon eingefallen ist, das kann ich ja hier mal so ein bisschen anschneiden. Eine Runde Tetris. Oh je, dann wirst du aber gewinnen. Weißt du, wann ich das letzte Mal Tetris gespielt habe? Weißt du, wann der erste Gameboy rauskam?
Ja, genau, da habe ich es auch gespielt. Okay. Hier schön am schwarz-weiß Gameboy. Wir sind halt doch beide alt. Ja. Alt, aber noch jung geblieben. Ja, auf jeden Fall. Also ich zumindest. Du bist alt, einfach nur. Nein, so machen wir das nicht. Jetzt habe ich natürlich ein Problem hier. Komme ich hier raus? Da kommst du das raus. Das könnt ihr... Nein. Das war ein bisschen zu eng. Wir machen das aber auch jetzt spannend, ne? Das ist Absicht, ne? Wir machen das alles noch Absicht. Aber natürlich, natürlich. 3-3. 3-3. Wahrscheinlich machen wir es jetzt so weiter, dann gewinnt nie jemand, weil man ja mit 2 Punkte Vorsprung gewinnen muss. Ich hab's gekriegt, haha. Was ist denn das für ein Item? Das macht hier so... Genau. Ach, und dann kann ich da drin rumfahren? Ich kenne die neuen Items gar nicht. Ja, das ist von mir, weil ich das gekauft hatte. Mal. Nochmal. Da kannst du auch ruhig deine blauen Linie, in diesem Kreis kannst du deine blauen Linie ruhig berühren. Das ist egal. Quasi Schutzzone. Komm, fahr schneller, Razza. Ratzefummel. Wer kriegt schneller? Wer kriegt schneller? Na ja, du. Aber das bringt jetzt im Moment so rein gar nichts. Ne? Nee, wenn keine Linien da sind, ist völlig uninteressant. Warum bin ich so lahm? Was ist, wenn ich in den Kreis reinfahre? Egal, der Kreis zählt für beide. Das ist ein blaues Item. Blaue Items sind auch für beide. Okay. Weißt du auch gar nichts mehr, verstanden. Ne? Nö, das letzte Mal Curvy war ich schon so lange her. Wir haben ja kaum noch Zeit dazu. Das stimmt. Müssen wir wieder öfter machen. Nein, Rosa. Nein. Oh Gott. Es wäre aber auch zu schön gewesen. Ja. Da noch durchzukommen. Oh, 4-3 für den Rosa. 4-3. Weiß er, ne? Ja. Wollen wir mal synchron fahren, oder wie? Ich lenke jetzt nach links, dann musst du nach rechts lenken. Weißt du, manche machen synchron schwimmen, wir machen synchron fahren. Synchron Curve-Fiebern. Oh, jetzt bist du schneller da unten als ich. Ich schieße mir aber auch Eigentore, ne? Herrlich. Und herrlich, nur weil ich zurück wollte. Ja, da kannst du aber nicht mehr zurück bei so einer kurzen Kurve. Das erste Mal bin ich jetzt 2 in Führung. Man sieht schon, ich bin einfach klar der Bessere. Ja, du hast auch mehr Übung. Ich habe mehr Übung. Mhm. Also ich erinnere mich daran, dass wenn wir alle zusammenspielen, immer du eher gewinnst. Aber weißt du, woran das liegt? Ich bin zwar besser, alle gegen dich spielen. Aber alle spielen gegen mich, genau. So sieht's aus. Warum gehe ich hier eigentlich in dein komisches Nest rein? Das weiß ich nicht, aber ach, du hast deine Ratze vor mir. Ja, ne? Eben. Ist ja alles easy. Ist. Wow. 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 Ratze vor mir. Jetzt kommt Flash. Wow. Oh, hat nicht gereicht. Nein, hat nicht gereicht. So einfach mache ich es dir dann auch nicht, auch wenn ich es ab und zu wirklich einfach mache. Aber... Hast du Glück, dass die Wand gerade weg war? Damit hast du nicht gerechnet. Du hast sie schon tot gesehen, gibst du. Ich habe mich aus dem Grund tot gesehen, weil ich dachte, du hast das eine Item aufgenommen. Dann machst du da interessante Sachen. Nein, was willst du hier? Geh weg. Gott, jetzt habe ich mich wirklich schon fast sterben sehen. Oh, scheiße. Aber... Oh nein, oh nein. Oh Gott. Ich hatte auch keinen Platz mehr, ne? So, wieder einen Punkt aufgeholt. Ah, verdammt. So. Da kommt der blaue Punkt auf mich zugerast. Die rote Linie geht schnurstracks geradeaus, macht einen Knick. Was mache ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du das da oben? Ist da überhaupt noch Platz zwischen dem Rand und meiner Linie? Nee, ne? Nö. Gut. Herrlich. Oh, das kann dein Todesurteil gewesen sein, dass du das aufgehoben hast. Komme ich jetzt hier durch die Wand? Das ist schön. Mach dich dick. Und passt dann nicht mehr durch, ne? Richtig. Ah, das heißt, der Razza ist wieder mal 2 Punkte im Vorsprung. Ja. Das finde ich nicht toll. Das ist auch gut fürs Battle. Ja. Oh, das war... Ja, das war sehr gut, war das. Danke dir. Das war richtig schlecht. So, oh Mann. Heute sehen Sie, Herr Blaze, wie machen Sie sich selber fertig oder so? Ja.
Wie schieben wir dem Gegner die Items so zu, dass er einen klaren Vorteil kriegt? Ja. Also ich weiß ja, dass viele für mich sind hier bei diesen Brother vs. Blaze, aber dass du auch für mich bist, das ist schon komisch. Aber natürlich. Oh, hier ein Leck. Hast du auch ein Leck gehabt? Die habe ich ab und zu mal, so ganz kleine. Ja, Mikrolecks. Mikrolecks. Nee, da geht's. An dem liegt's, dass ich hier nicht gewinnen kann. Mm, genau, Blaze. So, jetzt kommt Trick 17 hier. Und. Oh. Bist du vorgestorben? Ja. Oh. Nee. Ich hab gewonnen! Nee. Ich hab gewonnen! Ah, verdammt! Ich hol wieder auf. Die Aufholjagd beginnt. War ich schon drei vorne gerade? Ja. Ach so. Ja, und jetzt hier rum und jetzt hier rum und dann sammeln wir das nicht auf. Nee. Gesehen, dass du das Item aufnehmen wolltest. Man muss bei diesem Spiel aufpassen, was der andere macht. Das ist ja das Problem, ne? Naja, und dann noch, wenn man da gerade durch Lücken durch muss und so, dann ist es schwierig. Oh, da fasst du zu. Also das, ne? Da war ich eigentlich nicht an der Wand dran. Doch, bei mir schon, eindeutig. Nein, das war im Nachhinein erst. Die Linie hat es verschoben. Genau. Die Linie hat die Wand verschoben. Genau. Die Wand hat sich ein Stückchen nach rechts verschoben, sagen wir es so. Ja, haben wir alle gesehen, Blaze. Genau. Das Spiel trollt mich. Jetzt troll ich dich, pass mal auf. Wo willst du denn jetzt hin? In die Wand? Also du machst mir echt einfach jetzt, ne? Oh Mann. Ich bin aus der Übung. Wer hat eigentlich dieses Curfew vorgeschlagen? Warte, lass mich überlegen. Das war so ein ganz komischer, so ein frostiger Typ. Könnte warte das mal. Eventuell ich gewesen sein? Oh ja. Weil du dachtest, du könntest mal was gewinnen, glaube ich. Wo bin ich langsam? Aber ich werde rechtzeitig wieder schnell. Ja, ich hab's gemerkt. Aber ein guter Versuch. Ja, muss man ja, ne? Ja. Guck mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh, dick. Dick. Jetzt pass mal auf. Oh, hast du? Und da oben kriege ich jetzt Probleme. Ja, guck mal mich mal an hier. Guck mal, ich war auch schon vorbei, oder? Ich war auch schon vorbei. Die Linie hat's verschoben. So. Das ist der Linien-Schieb-Cheat. Ja, den hat der Blaze voll drauf. Genau. Beim ersten Mal musste er noch testen, hat er den falsch angewendet, hat er sich selber geschiebt. Und jetzt setzt er den gegen mich hier ein. So, mein Bildschirm ist größer als deiner. Und jetzt? Was mache ich hier? Weiß ich nicht. Fest ist da unten irgendwie lang. Wenn du rüberkommst, dreh ich um und mach dir zu. Nee, ich bleib mal so ein bisschen bei mir. Vielleicht krieg ich das noch irgendwie mit einem Ratzefummel oder so hin. Vielleicht. Das ist natürlich, du fährst eine andere Taktik als ich. Du fährst jetzt in den Kreis. Ich mach so komische Schlaufen da unten immer und oben. Ich glaube, bei dir ist es Platz spannender als bei mir. Also. Nee, nicht, wenn man so viel Platz lässt wie ich, ne? Ja gut, aber ich habe noch dieses grüne Item da. Das hilft mir auf jeden Fall. Wo bleibt der? Oh, das kann ich fummeln. Ah, Mist. Ich wollte unbedingt dieses scheiß Item nehmen, ne? Ah, nein, ey. Meine eigene Blödheit. Ich hatte den Vorteil auf meiner Seite schon. Oh, Mann, jetzt wird nochmal spannend. Ja, 7-9. Ja. Einen Punkt braucht der liebe Ruther noch. Und das schon seit 3 Punkten. Plop. Weißt du, wenn hier mal wenigstens anständige Items kommen würden? Findest du die nicht gut, die du hast? Nö. Machst du mich dick? Ja. Dann mach ich dich dick. Und nochmal dick. Und dann bin ich kaputt. Oh, ich wollte gerade sagen, danke, dass du das Item aufgehoben hast, aber dann kam noch. Scheiße. Also da oben war ich schon sehr nah am Rand, ne? Sehr nah ist übertrieben. Untertrieben, also na, egal. Du weißt, was ich meine. Ja, wir wissen alle, was du meinst. Ich habe auch nur Pech jetzt. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Oh. Weg. Das reicht dir zum Glück nicht. Ja, aber ein Versuch war es wert. Auf jeden Fall. Ja, mach mal ein bisschen schneller da oben. Nein! Yes! 10-8! Nein! Diddle. Nein, das kommt jetzt gleich erst. Oder kommt das überhaupt? Jetzt kommt's. Ja.
So, war knapp. War auf jeden Fall knapp, ja. Hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Ja, genau. Ich führe jetzt, wie viel? 6 zu 3? 6 zu 2? Nee, 6 zu... Nee, 7 zu 2. 7 zu 2. Blaze, du musst langsam mal aufholen. Also schlag mal das Spiele vor, die Herr Blaze kann. The Binding of Isaac. Ja, man muss nur die Grundversion spielen, anders habe ich nicht. Und ist auch schwer gegeneinander, glaube ich, irgendwie. Ja, man kann ja zum Beispiel machen, wer in einer gewissen Zeit am schnellsten die Ebenen schafft oder die ersten zwei, ja, drei die Ebenen sind, schafft. Aber die sind ja nicht gleich, das ist das Problem. Ja, das ist halt immer ein bisschen glückabhängig, ne? Ja. Egal, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Razzamoon vs. Herr Blaze. Tschüss! Tschüss!